Wir haben uns ganz viel mit der Unbeständigkeit unseres Erlebens beschäftigt. Wir sagen, das Retreat geht zu Ende. Dann ist das eigentlich ja nur eine von unzähligen ineinander verknoteten Wahrnehmungsklammern. Sansara geht genauso weiter mit seiner Körperlichkeit, seinem Empfinden, seinem Wahrnehmen, seinen Aktivitätsimpulsen, seinen Bewusstseinen. Und hoffentlich mit ein bisschen weniger draus zusammengeknoteten Daseinskonglomeraten. Wie ich einmal schon erwähnt habe, bin ich sehr froh und dankbar, immer wieder feststellen zu können, dass es ganz viele Menschen gibt, die das Interesse und die Begeisterung an dem, was wir so authentisch wie möglich vom Buddha und seiner Lehre wissen können, teilen. Auch wenn es manchmal nicht einfach ist, ihm geduldig zuzuhören, weil er uns nicht nach dem Mund redet und also nicht nach dem Verlangen redet, sondern aus seiner erhabenen und erwachten Perspektive unbeirrbar zeigt, wie es wirklich ist, wie er es gesehen hat. Und in dem Sinne kann unsere große Dankbarkeit an der Stelle, ja, an den Buddha gehen, zumindest gedanklich in der Vorstellung, an alle Wesen, die die letzten 2500 Jahren das Dhamma lebendig gehalten haben, einfach dadurch, dass sie es selber weiter praktiziert haben, auch genau wie wir. Mit Sicherheit immer wieder an schwierigen Stellen waren, damit gehadert haben, ob das denn erlaubt sei, ob das denn richtig sei, sich so kompromisslos in die Analyse der eigenen Wirklichkeit zu stürzen. Und es muss wohl vor uns schon Jüngerinnen und Jünger gegeben haben, die das dann aber weiter verfolgt haben, die sich nicht beirren haben lassen von ihren verkrusteten Konditionierungen. Sonst würden wir heutzutage vielleicht gar nicht mehr vom Buddhismus wissen. Vielleicht irgendwo im letzten Regal einer staubigen Bibliothek noch ein verfaulendes Manuskript. Aber dass es noch Orte gibt wie hier und dass das in unserer Gesellschaft ein mögliches Interessensgebiet ist, haben wir unseren Vorgängerinnen und Vorgängern zu verdanken. Und unsere Nachkommen, wenn man das so nennen will, im Dhamma-Sinn, werden es dann uns zu verdanken haben, wenn es auch in Zukunft noch die Möglichkeit gibt, sich mit dem auseinanderzusetzen, was der Buddha wirklich gemeint hat, auch wenn es nicht immer den Geschmack der Masse trifft, auch wenn es nicht immer unseren eigenen persönlichen Geschmack trifft. Ja, der Geist kennt viele Geschmäcker und lässt sich nicht so von heute auf morgen die Bedeutungslosigkeit als höchsten Glücksbegriff aufschwatzen. Zum Glück können wir ja fast sagen, denn die Befreiung unseres Geistes ist ja zu 100% abhängig davon, dass das, was wir in der Meditation erleben und analysieren, wirklich alle Winkel unseres Geistes, unserer Psyche erreicht, sodass da wirklich, dass wir wirklich in einem Ausmaß überzeugt sind von dem, was wir hier beobachten, dass der Geist eben keine andere Möglichkeit mehr sieht, als sich aus diesem immer wieder neu aufspringenden und neu zu Ende gehenden Dasein zu verabschieden. Dass es auch erlaubt und menschlich ist,
da immer wieder an seine Grenzen zu stoßen, ist, denke ich, wichtig für uns alle zu bedenken. Sonst entsteht vielleicht das Gefühl, für mich ist das nichts oder die anderen verstehen das alle, nur ich nicht. Ist kein leichter Weg, den wir uns da ausgesucht haben, aber wenn man so sagen möchte, ohne wieder ein neues Baba draus zu bauen, es ist schon der Weg, der eben ins Herz unseres Dukkha hineinführt und wirklich aus dem Inneren heraus eine allumfassende Lösung anbietet. Und wo findet man so etwas schon? Ich möchte euch gerne noch eine Lehrrede vorlesen. Die Channa Sutta aus der gruppierten Sammlung 2290. Wieder was für die Ananda-Enthusiasten und Enthusiastinnen. In den Lehrreden geht's oft sehr bald direkt zur Sache und zu großen Prinzipfragen. Und umso wohltuender ist es dann manchmal, wenn in so einer Lehrrede eine kleine Menschlichkeit oder eine Begegnung durchblitzt. Da können wir uns gleich, also vielleicht gerade, weil das so eine Mangelware ist, können wir uns dann gleich besonders gut vorstellen und hineinversetzen in diese Situation, in diese zwischenmenschliche Begegnung. Und hier begegnet der ehrwürdige Ananda, den ich ja schon als Protagonisten preisgegeben habe, dem ehrwürdigen Channa. Und gäbe es eine ganze Menge zu erzählen, nicht nur Vorteilhaftes, muss man leider dazu sagen. Also es gibt immer wieder Channas in Lehrreden und auch es gibt so anekdotische Beschreibungen davon, wie die verschiedenen Ordensregeln entstanden sind. Das ist meistens ein Mönch, der etwas nicht so Schickliches unternimmt. Und das ist dann oft zum Anlass genommen worden vom Buddha, da eine neue Mönchsregel auszugeben. Na, kann man sich vorstellen, wie beliebt jetzt ein Mönch ist, der mit seinem Verhalten eine Regel nach der anderen provoziert, an die sich dann alle halten müssen, auch wenn sie vielleicht das im Prinzip gar nicht so meinen würden, was der da mit einer komischen Absicht gemacht hat. Es wird auch, die Vermutung liegt nahe, dass dieser Channa auch tatsächlich der frühere Wagenlenker des Buddha war. Es gibt ja diese schöne Legende von den Ausfahrten des Prinz Siddhartha, der dann die Götterboten gesehen hat, alt, krank und tot, und dann einen Asketen gesehen und dann eben von Ergriffenheit gepackt, selber hinausgezogen ist, um die Wahrheit zu suchen. Und auf jeden Fall passt das gut in den Kontext hier, weil gesagt wird, dass dieser ehrwürdige Channa eben recht schwierig war im Umgang, auch schwer zu ermahnen. Wenn es tatsächlich der frühere Wagenlenker des Buddha war, dann lässt sich das wahrscheinlich dadurch erklären, dass er sich in irgendeiner vielleicht privilegierten oder wichtigeren Position gefühlt hat, weil er ist ja ein alter Freund und Bekannter vom Buddha und hat sich da vielleicht ein bisschen selbst überschätzt und dementsprechend nicht in die ganz unpersönlich gestaltete Hierarchie des Ordens einfügen wollen und sich schlecht ermahnen lassen, etc. etc. Das muss ziemlich eskaliert sein, weil der Buddha auf dem Sterbebett vor seinem völligen Erlöschen noch dem
Channa eine Strafe aufgebrummt hat. Ja, also, so weit ist es gekommen. Der Buddha liegt da im friedlichen Erlöschen und dann muss er noch da hinterher disziplinieren, weil die Mönche den Channa nicht in den Griff bekommen. Und dieses Bestraftwerden hat den gerade von seinem Buddha jetzt da noch auf so eine Weise bedacht werden, hat ihn dann, denke ich, schon aufgerüttelt. Und gerade in dieser Phase, wahrscheinlich schon nach dem Ableben des Buddha, das kann man jetzt dem Text nicht ganz genau entnehmen, aus der Tatsache, dass der ehrwürdige Channa sich dann in seiner Ratlosigkeit an den ehrwürdigen Ananda wendet und gar nicht in Betracht zieht, vielleicht den Buddha direkt aufzusuchen, könnte man als Indiz sehen dafür, dass das schon nach dem Ableben des Buddha spielt hier. Also er bemüht sich schon, aber jetzt auch vielleicht eine interessante Parallele, die man daraus stricken kann. Man könnte sich vorstellen, dass dieses Vertrautheitsgefühl mit dem Buddha, der ist mein Kumpel und den kenne ich schon und wir sind ja irgendwie da gleich aufgewachsen und sowas, dass das vielleicht auf eine gewisse Art und Weise auch die Belehrbarkeit dem Dhamma gegenüber eingeschränkt hat. Und das kann vielleicht auch für uns eine interessante Metapher sein, mal zum Nachdenken. Ne? Stellen wir uns den Buddha vor als so einen netten Kumpel, wo man irgendwie sich gute Gefühle abholt. Oder haben wir vielleicht auch einen Respekt, eine Ehrfurcht, ja fast schon, weil wir merken, da ist mit dem Buddha und eben als Sprachrohr des Buddha ja jetzt mit diesem Dhamma in Kontakt zu kommen, da begegnen wir etwas, das ist größer als wir selbst. Da ist eine Weisheit konserviert, da geziemt es sich mit entsprechender Demut und Vorsicht näher heranzutreten. Ja, das ist jetzt nicht so, dem Buddha auf die Schulter klopfen und sagen, na, klär mal ein bisschen was. Ja, wenn wir so an den Buddha rangehen und er uns dann etwas sagt, das uns auf den ersten Blick nicht toll vorkommt, nicht angenehm in unser Bhava-Denken hineinpasst, dann werden wir da auch ganz anders damit umgehen. Ne? Vielleicht eben wie so ein ehrwürdiger Channa, der sich selbst ein bisschen überschätzt, der sich selbst die Möglichkeit nimmt, einmal über den eigenen Tellerrand, über die eigene Selbstwahrnehmung hinauszuwachsen. Und bei einem Meditationskurs wie dem, der ja schon durchaus mit einem anspruchsvollen Thema schon an den Start gegangen ist, ist das durchaus legitim und normal und nachvollziehbar, dass wir auch selber immer wieder in die Situation kommen, ähnlich dem ehrwürdigen Channa, dass wir uns zwar vielleicht schon bemühen, Dhamma zu verstehen, aber dass das trotzdem uns immer wieder, dass sich da Widersprüche auftun, mit denen wir uns schwer tun. Und dann lohnt es sich eben mit Vertrauen, aber eben auch mit einer Bereitschaft, neu zu denken, anders zu denken, auch gegen die eigenen Gewohnheiten und Vorlieben zu denken, da dem Buddha und dem Dhamma nochmal anders zu begegnen und sich dafür zu öffnen. Also die Channa Sutta. Einmal hielten sich mehrere altehrwürdige Mönche bei Benares auf im Wildpark bei Isipatana. Da kam der ehrwürdige Channa am späten Nachmittag aus seinem Rückzug. Er nahm einen Schlüssel, ging von einer Hütte zur anderen, ging zu den altehrwürdigen Mönchen und sagte, dass die altehrwürdigen Ältesten mich doch unterrichten und anleiten, dass sie mir einen Dhamma-Vortrag halten, sodass ich Dhamma sehen kann. Darauf sagten die altehrwürdigen Mönche zu dem ehrwürdigen Channa, Freund Channa, Körperlichkeit ist unbeständig, Empfinden ist unbeständig, Wahrnehmen ist unbeständig, Aktivitätsimpulse sind unbeständig, Bewusstsein ist unbeständig,
Körperlichkeit ist nicht selbsthaft. Empfinden ist nicht selbsthaft. Wahrnehmen ist nicht selbsthaft. Aktivitätsimpulse sind nicht selbsthaft. Bewusstsein ist nicht selbsthaft. Alle Konstrukte sind unbeständig. Alle Dinge sind nicht selbsthaft. Da dachte der ehrwürdige Channa: Auch ich denke so. Körperlichkeit, Empfinden, Wahrnehmen, Aktivitätsimpulse, Bewusstsein sind unbeständig und nicht selbsthaft. Auch ich denke so. Alle Konstrukte sind unbeständig. Alle Dinge sind nicht selbsthaft. Und doch ist mein Geist bezüglich des alle Konstruiertheiten zur Ruhe kommen Lassens, des Zerfallenlassens aller Daseinsstützen, des Versiegens, des Verlangensdurstes, des Verblassens, des Aufhörens, des Erlöschens, nicht begeistert, eingeschnellt, wird nicht friedlich, steht nicht dazu und nimmt nicht seinen Mut zusammen. Aufgeregtheit und Aufgreifen entstehen. Und der Geist kehrt wieder zurück zu, wer ist denn in diesem Fall dann mein Selbst? Doch bei jemandem, der die Leere sieht, geschieht das nicht. Wer kann mich Dhamma lehren, so dass ich Dhamma sehen kann? Da dachte der ehrwürdige Channa, der ehrwürdige Ananda hält sich bei Kosambi auf, in Gositas Kloster. Er wird oder wurde vom Meister gelobt und von verständigen Mitbrüdern geschätzt. Er wird mich Dhamma lehren können, so dass ich Dhamma sehen kann. Da ich dem ehrwürdigen Ananda so sehr vertraue, warum gehe ich nicht zu ihm? Da brachte Channa seine Unterkunft in Ordnung, nahm Schale und Robe und brach nach Kosambi auf. Dort begab er sich zum ehrwürdigen Ananda in Gositas Kloster, tauschte Willkommensgrüße mit ihm aus und berichtete ihm, was geschehen war. Dann sagte er, dass der ehrwürdige Ananda mich doch unterrichte und anleite, dass er mir Dhamma zeige, so dass ich Dhamma sehen kann. Ich bin schon sehr zufrieden mit dem Freund Channa. Hoffentlich hast du dich wirklich geöffnet und deine frühere Halsstarrigkeit durchbrochen. Hör gut zu, Channa. Du bist in der Lage, Dhamma zu verstehen. Da wurde der ehrwürdige Channa auf der Stelle von erhabener Freude und Erleichterung erfüllt. Es scheint, ich bin in der Lage, die Lehre zu verstehen. Freund Channa, ich habe vom Erhabenen aus seinem Munde diesen Rat an den Bhikkhu Kacchanagotta gehört und gelernt. Kacchana. Auf zwei gestützt ist die Welt meistens. Auf Existenz und Nicht-Existenz. Wenn das Entstehen der Welt, wie es wirklich ist, mit effizienter Weisheit gesehen wird, gibt es keine Nicht-Existenz in der Welt für dich. Wenn das Aufhören der Welt, wie es wirklich ist, mit effizienter Weisheit gesehen wird, gibt es keine Existenz in der Welt für dich. Durch starkes Aufgreifen und sich heimisch machen, ist die Welt meist gebunden. Diesem starken Aufgreifen, geistigen sich darauf versteifen und der Neigung, sich heimisch zu machen, nähert man sich durch die Übung, durch die Überwindung des Nichtwissens nicht mehr und greift nicht auf. Man versteift sich nicht auf den Standpunkt mein Selbst. Das Entstehende ist nur Dukkha, das entsteht. Und das Aufhörende ist nur Dukkha, das aufhört. Wird zweifelfrei und ohne Zögern klar. Und es entsteht Wissen, das nicht von anderen gestützt ist. So beschreibt man effiziente Ansicht, Kacchayana. Alles ist existent. Das ist das eine Extrem. Alles ist nicht existent, das ist das andere Extrem. Beide Extreme nicht verfolgend, lehrt der Tathagata Dhamma durch die Mitte. Bedingt durch Nichtwissen, Aktivitätszwänge.
bedingt durch Aktivitätszwänge die Verschlingung von Bewusstsein in Begrifflichkeit und Körperlichkeit. Dadurch bedingt Empfinden unter dem Einfluss des Nichtwissens. Dadurch bedingt Verlangen, bedingt durch Verlangen aufgreifen und bedingt durch Aufgreifen Dasein. Mit dem restlosen Aufhören von Nichtwissen, das Aufhören von Aktivitätszwängen. Mit dem Aufhören von Aktivitätszwängen, Aufhören der Verschlingung von Bewusstsein, Begrifflichkeit und Körperlichkeit. Mit dem Aufhören davon, das Aufhören des Nichtwissens beeinflussten Empfindens. Mit dem Aufhören dieses Empfindens, Aufhören von Verlangen. Mit dem Aufhören von Verlangen, Aufhören von Aufgreifen. Mit dem Aufhören von Aufgreifen, Aufhören von Dasein. Da sagte der ehrwürdige Channa zum ehrwürdigen Ananda: Freund Ananda, so ist es, wenn man solch ehrwürdige zu ordinierten Gefährten hat, die einen aus Mitgefühl und Wohlwollen unterweisen und anleiten. Denn jetzt, als ich dieser Dhamma-Unterweisung des ehrwürdigen Ananda zuhörte, habe ich Dhamma begriffen.